In diesem Video geht es um Teilspielperfektheit und Rückwärtsinduktion. Zur Motivation schauen wir uns erstmal dieses Spiel hier an. Wir haben hier einen Spielbaum mit zwei Spielern. Spieler 1 kommt zweimal dran, nämlich hier und hier. Und Spieler 2 kommt hier dran. Was könnten hier die Nash-Gleichgewichte sein? Ich behaupte mal, dass wir eins finden, das etwas eigenartig ist. Und zwar behaupte ich, dass das Gleichgewicht links-rechts für Spieler 1 und B für Spieler 2 ein Nash-Gleichgewicht ist. Zeichnen wir das mal ein. Also links hier, rechts hier und Spieler 2 macht B. Warum ist das ein Nash-Gleichgewicht? Schauen wir uns erstmal an, ob Spieler 1 sich irgendwie verbessern kann. Was könnte er tun? Er könnte hier unten links spielen, das würde ihm aber nichts bringen, weil er hier gar nicht drankommt. Er könnte hier rechts spielen und dann hier unten noch irgendwas anderes machen, links zum Beispiel. Das würde auch nichts ändern, weil er dann auch nicht drankommt, weil Spieler 2 ja B spielt. Das heißt, Spieler 1 kann sich nicht verbessern, dadurch, dass er abweicht. Was kann Spieler 2 tun? Er könnte A spielen, aber das würde keine Rolle spielen, weil er nicht drankommt. Das heißt also, weder Spieler 1 noch Spieler 2 können sich strikt verbessern, dadurch, dass sie abweichen. Und damit ist dieses Gleichgewicht LR, B ein Nash-Gleichgewicht. So, das ist ein Nash-Gleichgewicht. Allerdings ist es etwas unbefriedigend. Warum ist es unbefriedigend? Weil es zum Beispiel vorschreibt, dass Spieler 1 hier unten etwas klar Suboptimales vorhat. Nämlich, er will hier rechts spielen und das würde ihm minus 1 geben, anstatt die 4, die er auch bekommen könnte. Also macht es eigentlich keinen Sinn, dass er hier vorhat, rechts zu spielen. Er sollte eigentlich immer links spielen. Und wenn wir das hier fordern, dann sind wir schon bei der sogenannten Rückwärtsinduktion. Rückwärtsinduktion heißt, dass wir ein Spiel von den Endknoten an rückwärts aufrollen. Und immer entscheiden, ein Spieler entscheidet immer an seinem Entscheidungsknoten, was das Beste ist für ihn. Wenn er indifferent ist, dann könnte er alle Alternativen wählen, zwischen denen er indifferent ist. Aber wenn er eine klare beste Alternative hat, wie hier, wo ganz klar 4 strikt besser ist als minus 1, dann muss er das auch tun. Das wäre also die Rückwärtsinduktion, die wir hier fordern. Das heißt, Spieler 1 müsste hier links wählen. Und wenn das Spieler 2 hier realisiert, und er sieht das natürlich auch, dann sollte der Spieler 2 natürlich nicht B wählen, weil mit B bekommt er 0. Wenn er allerdings korrekt antizipiert, dass Spieler 1 hier unten links spielt, würde er selber auch die 4 bekommen. Das heißt, er sollte hier A wählen. Das ist also bis zu Spieler 2 sozusagen rückwärts aufgerollt, dieses Spiel. Und jetzt kommt Spieler 1 und er sagt sich, jetzt sehe ich natürlich, dass R viel besser ist als links, denn dann bekomme ich 4 anstatt 0. Das heißt also, die Lösung, die wir jetzt bekommen durch Rückwärtsinduktion RL, A, die ist natürlich übrigens auch ein Nash-Gleichgewicht, selbstverständlich, aber sie ist auch ein Nash-Gleichgewicht, das mit der Rückwärtsinduktion kompatibel ist und daher deutlich plausibler ist als das erste Gleichgewicht. Das ist die Idee von Rückwärtsinduktion. Und das ist übrigens auch das einzige Nash-Gleichgewicht in diesem Spiel hier, das die Rückwärtsinduktion überlebt. Warum hat man die Idee von Rückwärtsinduktion eingeführt? Es ist einfach die Idee, dass unglaubwürdiges Verhalten, das man dann, wenn man wirklich dran ist, nicht mehr durchführen möchte, zum Beispiel wenn man eine Drohung ausstößt, die man eigentlich gar nicht ausführen möchte, oder wenn man ein Versprechen gibt, was man dann auch nicht mehr durchführen möchte, wenn es soweit ist, dass solches Verhalten eliminiert wird, weil es nicht glaubwürdig ist. Und das geschieht durch Rückwärtsinduktion oder eben Backward Induction auf Englisch. Manchmal, bei manchen Spielen, ist die Rückwärtsinduktion nicht so einfach möglich, insbesondere dann, wenn wir bei irgendwelchen Spielen Informationsmengen haben. Jetzt kann ich hier versuchen, die Rückwärtsinduktion zu betreiben, aber da ich hier eine Informationsmenge habe und der Spieler ja gar nicht dran ist, gar nicht weiß, wo er ist, kann er auch nicht so einfach die Rückwärtsinduktion machen. Und deswegen hat Reinhard Selten 1965 schon
Er hat das Konzept der Teilspieleffekt hat eingeführt, um das zu umgehen. Wir werden gleich sehen, wie er das genau gemacht hat. Vorher aber noch mal ein anderes Spiel, noch ein Beispiel, ein Markteintrittsspiel. Dieses Spiel ist tatsächlich relativ relevant in vielerlei Hinsicht in der Wirtschaft. Stellen Sie sich vor, eine Fluglinie, die Lufthansa, betreibt die Linie Frankfurt-Berlin bisher als einzige. Wenn jetzt ein Wettbewerber kommt und sagt, er würde gerne auch da Flüge anbieten, dann könnte die Lufthansa Folgendes tun. Sie droht an, in diesem Fall einen Preiskampf zu machen. Das heißt, drastisch die Preise zu senken, um es dann für den anderen unattraktiv zu machen, in diesen Markt einzutreten. Allerdings, das Problem bei einem Preiskampf ist, beide verlieren. Das heißt, die Lufthansa würde auch Verluste machen. Und jetzt ist die Frage, wie glaubwürdig ist diese Drohung? Also, der Wettbewerber entscheidet zuerst, soll er in diesen Markt eintreten. Wenn er nicht in den Markt eintritt, dann bekommt der Wettbewerber selber eine Auszahlung von 0 und die Lufthansa behält ihren Monopolgewinn M, der sehr hoch ist. Wenn der Wettbewerber hingegen in den Markt eintritt, dann sind wir hier und die Lufthansa muss nun entscheiden, ob sie tatsächlich diesen Preiskampf durchführt oder nicht. Wenn sie ihn durchführt, machen beide einen Verlust von minus V. Wenn sie den Preiskampf dann doch nicht macht, müssen sie sich den schönen dicken Monopolgewinn teilen und beide bekommen M halbe. Ganz klar, dass M halbe natürlich größer ist als 0 und damit zu bevorzugen ist für die Lufthansa. Die Frage ist, wird sie wirklich diese Drohung wahrmachen? Wenn der Wettbewerber glaubt, dass die Lufthansa diesen Preiskampf durchführt, dann wird sie lieber den Markt nicht eintreten. Das wäre tatsächlich ein Gleichgewicht. Also ein Gleichgewicht besteht hieraus. Der Wettbewerber tritt nicht in den Markt ein und die Lufthansa würde den Preiskampf durchführen, falls es doch dazu käme. Dies ist ein Nash-Gleichgewicht, das können Sie dadurch sehen, dass wenn der Wettbewerber dann doch eintreten würde und die Lufthansa würde den Preiskampf machen, würde sie sich verschlechtern. Das heißt, der Wettbewerber würde nicht in den Markt eintreten. Die Lufthansa kann sich auch nicht besser stellen durch einen Wechsel auf hierüber, weil sie gar nicht rankommt. Denn im Erfolgsfall in diesem Nash-Gleichgewicht ist ja ihre Drohung erfolgreich. Aber ist diese Drohung glaubwürdig? Das Problem ist jetzt wiederum, Rückwärtsinduktion ist die, wenn es nun wirklich dazu käme, dann würde die Lufthansa natürlich sagen, nee, dann kämpfe ich doch nicht. Und das heißt, Rückwärtsinduktion sagt uns, die Lufthansa wird keinen Preiskampf machen. Und dann würde natürlich der Wettbewerber in den Markt eintreten. Das heißt, das einzige Gleichgewicht, Nash-Gleichgewicht, das diese Rückwärtsinduktion überlebt, ist wiederum der Eintritt und kein Preiskampf. Man muss allerdings etwas vorsichtig sein, wenn man jetzt im realen Leben solche Drohungen unglaubwürdiger Art nicht ernst nimmt. Und das Problem ist, hat sich erst dann in Experimenten gezeigt und am drastischsten vielleicht im sogenannten Ultimatumspiel. Das Ultimatumspiel geht so, und vielleicht wird manchen von Ihnen das jetzt bekannt vorkommen, denn ungefähr über 100 von Ihnen haben dieses kleine Experiment durchgeführt, das ich Ihnen geschickt hatte. Und das war das Ultimatumspiel. Es ist eine sehr extreme Form der Verhandlungsführung. Es ist so, ein Spieler, ein Proposer, darf anbieten, wie man einen Kuchen, einen insgesamt zur verfügenden Verhandlungsmasse aufteilt zwischen zwei Spielern. Der Kuchen, nennen wir den mal den Kuchen, es könnten zum Beispiel 100 Euro sein, ich glaube im Experiment waren es 10 Euro, werden aufgeteilt und der Proposer kann nun jeden Betrag zwischen 0 und 100 nennen. Das ist der Betrag, den man dem anderen abgeben möchte. Das heißt also, wenn der Responder dann am Ende zustimmt, dann wird es genauso aufgeteilt wie vorgeschlagen von dem Proposer. Das heißt, der Proposer bekommt 100 minus x und der Responder erhält die vorgeschlagenen x. Die einzige Alternative, die der Responder noch hat, ist einfach Nein zu sagen. Und wenn er Nein sagt, bekommen beide nichts. Das ist also eine sehr, sehr extreme Form der Verhandlungsführung.
So ein Take-it-or-leave-it-Offer. Der Proposer sagt so und so viel, so wird es aufgeteilt, so wird es gemacht und der andere kann nur Ja oder Nein sagen. Was sind hier jetzt die Rückwärtsinduktionsgleichgewichte? Per Rückwärtsinduktion sollte man ganz klar, jeder Spieler, der rational ist und dem es nur um die eigene Auszahlung geht, der wird sich sagen, naja, jedes x größer 0 ist besser als 0. Das heißt also, ich würde jedes x größer 0 akzeptieren. Und wenn der Proposer das weiß, dann wird er natürlich selber gerade mal das Kleinste anbieten, was gerade noch geht, nämlich x gleich 1. Man kann sogar argumentieren, dass x gleich 0 eine Lösung wäre, weil bei x gleich 0 wäre der Responder ja indifferent zwischen annehmen und ablehnen und er könnte tatsächlich auch annehmen. Aber gehen wir mal davon aus, dass er bei Indifferenz ablehnen würde, dann würde er hier bei x gleich 1 sicherlich annehmen und dann würde der Responder ja sagen müssen. So, das ist also die Rückwärtsinduktionslösung im Ultimatumspiel. Was kommt tatsächlich raus? Und dieses Experiment wurde zuerst durchgeführt von Werner Güth mit Co-Autoren im Jahr 1982. Und dieses Experiment ist wahrscheinlich eins der Experimente, das am häufigsten durchgespielt wurde, mit viel Geld, mit wenig Geld, in allen Variationen, die man sich nur vorstellen kann. Es wurde wirklich hunderte Mal von repliziert. Und es gibt sehr, sehr typische Ergebnisse. Und diese Ergebnisse sind, dass die meisten Responder niedrige Angebote ablehnen, obwohl es eigentlich nicht in ihrem Interesse ist, aber sie lehnen sie einfach ab. Und weil die meisten Responder das schon vorher realisieren, bieten sie tatsächlich, entweder weil sie intrinsisch motiviert sind, zum Beispiel durch Fairness, oder weil sie tatsächlich befürchten, dass der andere Spieler das ablehnen würde, bieten sie tatsächlich deutlich mehr an als 1 von 100, also mehr als 1%, sondern zum Beispiel oft, was sehr, sehr häufig beobachtet wird, sind 50-50-Aufteilungen. Sehr, sehr häufig sind es auch irgendwas etwas knapp unter 50-50, zum Beispiel dem anderen 40% anzubieten, also eine 40-60-Aufteilung, und die wird auch noch häufig angenommen. Aber alle Angebote, die drunter sind, zum Beispiel die ungefähr bei unter 20% liegen, die werden sehr, sehr häufig abgelehnt. So, jetzt wollen wir uns mal kurz anschauen, was in unserem Experiment rausgekommen ist. Und in unserem Experiment kam Folgendes raus. Ich muss sagen, also insgesamt waren es ungefähr 100 Teilnehmer. Das heißt, sie können die Prozentzahlen ungefähr als absolute Zahlen lesen. Was wir hier finden, ist ein wenig überraschend auf den ersten Blick. Ein wenig untypisch. Sie sind ein bisschen rationaler als die meisten anderen Experimentteilnehmer, so wie es aussieht. Was wir hier sehen, ist, dass so um die 33 Leute von 100 ungefähr haben 1 angeboten und das wurde auch akzeptiert. Und dann nochmal weitere 20%, also ungefähr nochmal 20 Leute haben auch 1 angeboten und das wurde nicht akzeptiert. Also Sie sehen, dass ungefähr die Hälfte der Leute gerade mal 1 angeboten hat, was ja das Nash, was ja das, die Rückwärtsinduktionslösung wäre. Allerdings wurde es auch oft abgelehnt, was natürlich nicht kompatibel ist mit der Rückwärtsinduktionslösung. Also Sie sehen, einerseits haben sehr, sehr viele der Proposer von Ihnen die teilperfekte Lösung gewählt, die Rückwärtsinduktionslösung gewählt. Allerdings, naja, so ungefähr ein Drittel mindestens, so 40% ungefähr der Leute fiel damit auf die Nase, denn es wurde abgelehnt. Dann gibt es insgesamt, wenn man mal diese rechten Zahlen hier zusammenzählt, kommt man ungefähr auf 36-37% an Ablehnung insgesamt. Also es gab relativ viele Ablehnungen, was ja nicht kompatibel ist mit der Rückwärtsinduktionslösung. Es gab sogar manche wenige, die die 50-50-Lösung abgelehnt hat, was ein wenig unverständlich ist. Es hat niemand mehr angeboten als 50-50, was zu erwarten ist.
Und es haben hier bei Ihnen relativ wenige, also hier ungefähr 15% haben die 50-50-Lösung angeboten. Normalerweise sind das deutlich, deutlich mehr. Aber wir sehen, wir sind trotzdem noch weit weg von dem Rückwärtsinduktions, von der Rückwärtsinduktionslösung, denn dann müssten eigentlich alle 0 oder 1 anbieten und vor allem, wenn 1 angeboten wird, müssten das alle annehmen und das sehen wir, das passiert hier nicht. Etwas weniger extrem als üblicherweise in den Experimenten. Normalerweise würde man sagen, wenn einer 1 anbietet von 10, das ist ja nur, sind ja nur 10% des Kuchens, dann wird das in 70, 80% abgelehnt. Und hier waren es nur ungefähr 40%. So, dann gehen wir zurück zu unserem, zu unserer Vorlesungsfolie hier. Wie kann man das erklären? Wie kann man erklären, dass die Leute eigentlich gegen ihr Interesse sowas ablehnen? Nun, was die Leute tun, ist ganz offensichtlich, sie haben Präferenzen, die nicht nur über ihre eigene Auszahlung definiert sind, sondern auch über die Auszahlung, die der andere bekommt. Beziehungsweise darüber, was der andere einem angetan hat. Das lässt sich nicht ganz so klar trennen hier. Was wir sehen, und das ist sozusagen ein Revealed Preference Argument, also das, was man, was offenbart wird durch die gewählten Alternativen der Spieler. Wir sehen hier, dass jemand eine Aufteilung von 100 minus x, x tatsächlich nicht lieber hat. Also wenn, nur so als Beispiel, nehmen wir an, einer kriegt nur 5 angeboten von 100. Dann zeigt sich, dass sehr viele Responder sagen, nö, das mag ich nicht so gern, wie das beide 0 bekommen. Also sehen wir hier, dass sehr viele Responder ganz offensichtlich eine Präferenz haben, die ihnen auch manchmal weniger gibt, als was sie hier bekommen. Nämlich hier würden sie ja 5 bekommen, hier bekommen sie nur 0, aber beide bekommen hier 0. Und das ist ihnen lieber als dass der andere 95 bekommt und ich nur 5. Was könnten die Gründe dafür sein? Da gibt es viele Möglichkeiten. Das könnte Neid sein, wenn man das wenn man das irgendwie ungünstig formulieren möchte. Es könnte eine Ungleichheitsaversion sein, wie es in der Theorie oft formuliert wird. Oder es könnte daran liegen, dass ich durch Reziprozität getrieben bin. Das heißt also, ich bestrafe den anderen, weil er mich schlecht behandelt hat. Das ist so, das sind so die gängigen Erklärungsmuster für dieses Verhalten. Aber mit traditioneller Spieltheorie, die nur darauf beruht, dass die eigene Auszahlung das ist, was ich hier maximieren möchte, ist das Ganze hier natürlich nicht kompatibel. Also man muss etwas aufpassen. Man kann ganz schön auf die Schnauze fallen, wenn man seine Verhandlungsmacht hier zu sehr ausreizen möchte. So, ich hatte schon vorher angedeutet, dass Rückwärtsinduktion an Grenzen gerät, wenn Informationsmengen da sind. Wir haben einfach ein Problem, dass wir hier an dieser Informationsmenge nicht sagen können, ah, hier wird er sicherlich das wählen und dann geht es oben weiter. Nein, wir können das nicht entscheiden, weil vielleicht würde er an diesem Knoten, wenn er wüsste, er wäre da hier links wählen und an diesem Knoten würde er, wenn er wüsste, er wäre da rechts wählen, aber er weiß es nicht. Die Informationsmenge verhindert das und dann haben wir ein gewisses Problem mit der Rückwärtsinduktion. Und dazu brauchen wir jetzt das Konzept der Teilspielperfektheit. Und das ist, dazu brauchen wir erstmal die Definition eines Teilspiels. Das ist ganz einfach. Also was ist ein Teilspiel? Das ist einfach ein Teil eines Spielbaums, der mit einem einzelnen Knoten beginnt, so wie hier. Das ist jetzt zum Beispiel der Beginn eines Teilspiels, der keine Informationsmenge hat, die sich mit Teilen außerhalb dieses Spielbaums überschneidet und aber alle Knoten enthält, die nachfolgend sind. Das heißt also, hier beginnt das Teilspiel und alle nachfolgenden Knoten gehören auch zu diesem Teilspiel. Außerdem darf eben keine Informationsmenge aus dem Teilspiel rausragen, so wie hier. Hier ist zum Beispiel, haben wir ein Problem. Hier beginnt ein, würde man denken, vielleicht ein Teilspiel, aber das Problem ist, wenn ich versuche, hier ein Teilspiel zu bilden, alle nachfolgenden Knoten, dann sehe ich,
Ich müsste quasi durch eine Informationsmenge durchschneiden. Das heißt, dieses hier, das rote ist kein Teilspiel, weil es sozusagen nicht mit einem Knoten beginnt, denn dieser Knoten kommt ja nicht von diesem Knoten hier. Und das blaue ist kein Teilspiel, weil ich durch das Teilspiel, durch die Informationsmenge durchschneide. Also in beiden, das ist kein Teilspiel, weder das blaue noch das rote. Hier, das ist ein weiteres Beispiel für eine Situation, die kein Teilspiel hat, denn hier würde ich zwar, wenn ich diese beiden Knoten, könnte man denken, wären vielleicht ein Teilspiel, sind es aber nicht, weil ich müsste ja, ich darf nur mit einem einzelnen Knoten beginnen. Wenn ich dann diesen einzelnen Knoten hier oben nehme, dann müsste ich den hier auch noch mitnehmen. Und dann hätte ich das hier als Teilspiel und das ist tatsächlich ein Teilspiel, weil das gesamte Spiel per Definition immer ein Teilspiel ist. Wenn wir das unterscheiden wollen, dann sagen wir echtes Teilspiel für Teilspiele, die echt kleiner sind als das Gesamtspiel. So, und jetzt kommen wir zu dem Konzept des Teilspieleffekten Gleichgewicht. Reinhard Selten, wie gesagt, einer der Nobelpreisträger der Spieltheorie, der einzige Deutsche übrigens, der den Nobelpreis bisher in der Ökonomie bekommen hat, hat 1965 dieses Konzept hier aufgestellt, eines der wichtigsten der Spieltheorie. Und die Definition lautet folgendermaßen: Ein Nash-Gleichgewicht ist Teilspieleffekt, wenn die Gleichgewichtsstrategien in jedem Teilspiel ein Nash-Gleichgewicht induzieren. Das muss man sich ein bisschen auf der Zunge vergehen lassen. Also zunächst mal ist es so, dass wir erstmal uns nur die Nash-Gleichgewichte anschauen und dann manche von denen sind Teilspielperfekt. Das heißt, jedes Teilspielperfekte Gleichgewicht wird dann am Ende auch ein Nash-Gleichgewicht sein, natürlich, umgedreht aber nicht. Und welche Bedingungen brauchen wir? Wir müssen also quasi, wenn wir die Nash-Gleichgewichtsstrategie nehmen und uns anschauen, was schreiben die vor, sollten die Spieler tun in dem jeweiligen Teilspiel. Und wenn wir jetzt dieses Teilspiel selber, das ist ja dann quasi wie ein unabhängiges Spiel, wenn ich mir die Strategien beschränkt auf dieses Teilspiel mal anschaue, dann muss auch in diesem Teilspiel ein Nash-Gleichgewicht gespielt werden. Also, ein Beispiel. Folgendermaßen, wir haben hier einen Spieler, wir haben hier Spieler 1, der kann sich entscheiden, out oder in. Sozusagen, möchte ich das Spiel überhaupt spielen oder möchte ich es nicht spielen? Wenn er nicht spielt, also out, kriegt er eine 2 und der andere Spieler kriegt 0. Wenn er in sagt, also ich spiele das Spiel, dann kommt Spieler 1 dran und was wir hier sehen, ist eigentlich wie ein Simultanspiel. Dann spielen die beiden, Spieler 1 und Spieler 2, nämlich ein Simultanspiel, wo beide links oder rechts wählen können und dann haben wir hier unten ein echtes Teilspiel. Der rote Kreis ist ein echtes Teilspiel, weil es beginnt an diesem Knoten hier und alle nachfolgenden Knoten sind drin und keine Informationsmenge ragt aus dem Spiel, aus dem Teilspiel heraus. So, wie finden wir jetzt hier die teilspieleffekten Gleichgewichte? Dieses Teilspiel kann ich mir sozusagen auch als Normalform hinschreiben. Sie sehen, das ist eigentlich ein 2x2-Spiel, links-rechts für beide Spieler. Hier ist also Spieler 1, da ist Spieler 2. Genau. Und wenn ich mir dann die Auszahlung hinschreibe, sehe ich, dass es eigentlich so eine Art Koordinationsspiel ist. Sie können beide entweder sich auf links koordinieren oder sie können sich beide auf rechts koordinieren. Wir sehen, dass links links und rechts rechts jeweils Nash-Gleichgewichte sind. Es typischerweise natürlich dann noch ein drittes Nash-Gleichgewicht gibt, nämlich ein gemischtes Gleichgewicht. Also das sind die beiden reinen Nash-Gleichgewichte im Teilspiel. Und dann gibt es noch ein gemischtes Gleichgewicht. Das kann man auch schnell ausrechnen. Das sind die Strategien ein Viertel auf links und drei Viertel auf rechts für beide Spieler. Und die jeweiligen Auszahlungen, die dann die Spieler im Erwartungsfeld bekommen, sind die drei Viertel. Und das ist die schlechteste Auszahlung, wie Sie sehen. Drei Viertel ist tatsächlich noch schlechter als das Gleichgewicht rechts-rechts. Aber trotzdem ist es ein Nash-Gleichgewicht. Und das ist jetzt so ein bisschen der trickreiche Punkt. Wenn wir ein Teilspiel haben, in dem mehrere Nash-Gleichgewichte existieren, dann sagt uns die Definition nichts darüber aus, welche wir wählen sollen. Gehen wir nochmal kurz zurück zur Definition von unserem Teilspielverglichenen Gleichgewicht. Was steht hier? Hier steht ein Nash-Gleichgewicht. Hier steht nicht, wähle das beste Nash-Gleichgewicht in diesem Teilspiel, sondern wähle ein Nash-Gleichgewicht. Die Idee ist, dass wenn man mehrere Nash-Gleichgewichte hat,
dass wir einfach nicht wissen können, welches Nash-Gleichgewicht die Spieler wählen werden. Und deswegen ist jedes erlaubt. Und jedes von diesen Nash-Gleichgewichten wird uns ein anderes teilspieleffektes Gleichgewicht geben. Hätten wir nur eins, dann wäre die Sache ganz leicht. Hätten wir hier nur ein Nash-Gleichgewicht, dann könnten wir das gesamte Teilspiel hier, das rote Teilspiel, ersetzen durch die Auszahlung in diesem Nash-Gleichgewicht. Also zum Beispiel wäre das hier die einzige Nash-Gleichgewicht-Auszahlung, dann würde ich das Spiel einfach ersetzen durch die Nash-Gleichgewichts-Auszahlung und dann weiter Rückwärtsinduktion betreiben. Jetzt haben wir hier aber mehrere Nash-Gleichgewichte und das heißt, jedes von denen könnte eins werden. Ein beliebiges Nash-Gleichgewichts-Auszahlung und das machen wir. Damit haben wir jetzt die folgenden drei teilspielwirkenden Nash-Gleichgewichte. Hier haben wir das gesamte Teilspiel, das hier beginnt, ersetzt durch die beste Gleichgewichtsauszahlung 3-3. Und jetzt sehen wir hier natürlich, jetzt kommt der Spieler 1 dran. Jetzt hat er eine einfache Wahl. Er kann jetzt out spielen, dann kriegt er 2 oder innen, dann kriegt er 3. Also wird er natürlich innen spielen, er kriegt 3. Und damit haben wir das erste Teilspieleffekt in der Gleichgewicht gefunden. Der Spieler 1 macht hier innen und dann spielt er links im Teilspiel. Und der Spieler 2 spielt auch links im Teilspiel. Dann haben wir das. Das ist sicherlich das plausibelste von diesen teilspieleffekten Nash-Gleichgewichten, aber es ist nicht das einzige. Denn es kann durchaus auch passieren, dass aus irgendwelchen dummen Gründen, weil zum Beispiel der Spieler 1 erwartet, der andere wird R spielen, dann spiele ich auch R, das ist eine beste Antwort, dass jetzt, wenn dieses Teilspiel erreicht wird, die tatsächlich RR spielen würden. Und das würde eine Auszahlung von 1-1 produzieren. Und diese Auszahlung von 1-1 müsste ich jetzt quasi anstelle des Teilspiels setzen. Da habe ich also dieses reduzierte Spiel. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass der Spieler 1 natürlich lieber out spielt. Dann also die 2. Das heißt, was dann wirklich hier gemacht wird, wird gar nicht wirklich getestet. Der spielt hier out, aber wenn er in spielen würde, dann würde er erwarten, dass die beiden Spieler sich auf rechts-rechts koordinieren. Und das ist tatsächlich nicht verboten, weil es eben ein Nash-Gleichgewicht ist. Also wäre das hier das zweite Teilspieleffekt in Nash-Gleichgewicht in diesem Spiel. Das heißt, der Spieler 1 spielt out und wenn sie dann im Teilspiel wären, würden sie beide R spielen. Und aus dem Grund, den wir eben schon genannt haben, es gibt eben drei Nash-Gleichgewichte in diesem Teilspiel, kann man auch das gemischte Nash-Gleichgewicht unterstellen, wobei das eventuell noch unplausibler ist, aber es ist erlaubt. Der Spieler 1 sieht, oh, wenn wir hier in dieses Teilspiel reingehen, dann werden wir wahrscheinlich, weil wir ja nicht wissen, ob wir jetzt links oder rechts spielen, dann spielen wir wahrscheinlich das gemischte Gleichgewicht. Das gibt eine Auszahlung von 3 Viertel für beide Spieler, wie ich eben schon gesagt habe. Und diese Auszahlung ist sicherlich schlechter als die 2, also spielt der Spieler 1 hier out. Und dann haben wir diese Kombination von Strategien. Der Spieler 1 spielt out. Und wenn sie in das Teilspiel reingehen würden, dann würden sie jeweils mit 1 Viertel, 3 Viertel zwischen links und rechts mischen. Das wäre also das letzte von diesen teilspieleffekten Gleichgewichten. Und das war es für dieses Mal.